Oh, eine Kombination. Denkt man, das ist die Combo, die wir irgendwo brauchen. Hallo. Hallo. Was? Hallo. 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 Ich habe so eine Idee, was er will. Aber dann explodiere ich ja mit. Probieren wir es. Nee. Hallo. Hallo. Hä? Nochmal bitte. Ist doch richtig. Nee. Genau so. Nein, so nicht. Hi. Oh mein Gott. Hier geht's wieder los. Okay, ein letzter Versuch noch. Dann mache ich erstmal eine kleine Spielpause. Absteigen. Ja, jetzt. Danke, danke, danke und komm mit. Flauschi oder wie auch immer du heißen sollst. Fällt einfach kein Name für dich ein. Folge mir. Es bietet sich wirklich an, dir einen Namen zu geben. So, jetzt nochmal einprägen. War das so? Gott, so viel Gepfeife und Gefurze. Da vergisst man das ständig. Also erst das Laute und dann... Genau. Okay. Ja, jetzt hat's geklappt. Holy crap. Ah, jetzt hab ich's raus. Okay, jetzt war der letzte Versuch. Dann mache ich erstmal Schluss für heute. Jupp. Hallo. Hallo. Hi. Give it to me, baby. Hallo, hallo. Okay. Danke, danke, danke. Geht's eigentlich noch runter? Nein. Ich dachte, ich hätte den Hebel... Nee, hatte ich ja noch nicht betätigt. Jetzt. Komm mit. Hallo.
So, das heben wir jetzt mal auf, weil ich es eigentlich weiß. Hallo. Hallo. Okay. Folge mir. Nein! Ach man, ich mache einen Cut, Leute, wenn ich das hier gepackt habe. Scheiße. So, Leute. Das Rätsel vom letzten Mal habe ich inzwischen gelöst. Aber bevor ich euch das zeige, möchte ich euch nochmal den Anfang zeigen. Denn beim Angucken meiner Videos, was ich immer tue, wenn ich sie schneide und fürs Hochladen vorbereite, ist mir aufgefallen, wie man das hier richtig machen kann. Wie man das richtig macht, nicht nur kann, wie man es auch tut. Denn wir haben das ja recht holprig geschafft und ich zeige euch jetzt mal eben den Weg, wie man das absolut korrekt und einfacher macht. Das hier haben wir schon richtig erledigt. Hinschleichen, aktivieren und wegrollen. Der ist weg. Absolut korrekt. Nein, du hast nichts gesehen. Los, zieh Leine. Und dann entledigen wir uns diesem Slick hier. Auch das haben wir richtig gemacht. Und jetzt kommt das Ding, das große Ding. Wir haben hier diesen Schalter, wo ich immer nur dachte, dass er den Stein runterholt. Und ich habe mich immer gefragt, für was soll das eigentlich sein? Und da war mein erster Denkfehler, denn dieser Schalter hat einen der Röhren, der Brunnen, am Anfang verändert. Und zwar diesen hier, ganz am Anfang. Wenn wir jetzt dort reingehen, wo wir sonst immer sofort wieder rausgeschossen sind, kommen wir im Hintergrund raus und können diesen Schalter betätigen, der abermals einen weiteren Brunnen verändert. Nicht diesen, aber diesen. Der schießt uns jetzt nicht nach oben zur Glocke, wo der Typ bewacht, sondern ein Stück davon entfernt. Und nun können wir diesen ganz easy übernehmen. Und nun gehen wir einfach runter und lassen ihn auf die Mine fallen. Und haben uns gleichzeitig der Mine und dem Slick entledigt. Und so einfach ist das. Und nun gehen wir durch und kommen sofort wieder hier oben hin. Wo wir mit der Glocke das Emul... Wie ist das Teil eigentlich? Ich spreche es immer wieder falsch aus. Das Elum. Nicht Emul. Elum holen und ja, das ist es. Vollkommen einfach, oder? Easy as that. Ja, und damit haben wir die ersten Screen, das erste Rätsel absolut richtig und korrekt erledigt. Und genauso macht man das. Und das wollte ich euch noch zeigen. Und mache jetzt einen Cut und mache da weiter, wo ich das letzte Mal versagt habe. Und zeige euch, wie es auch da richtig weitergeht. So, nun wenden wir uns wieder dem aktuellen Rätsel zu. Hallo. Das war nix. Hallo. Hallo. Ja, jetzt aber. Okay. Lassen uns die Explosionspower geben und räumen wie immer erstmal die Mine oben aus dem Weg. Wow, das war knapp. Holen den Fahrstuhl. Und der Trick ist jetzt einfach sein Elum hier stehen zu lassen. Und unten erstmal alles zu säubern. Hallo. Darum muss man erstmal kommen. Im Grunde ist das Spiel ganz einfach. Aber man muss immer erstmal auf die Lösungen kommen und da stelle ich mich manchmal ein bisschen doof an. So, nun sind wir wieder mit der Explosionspower ausgerüstet. Das brauche ich mir diesmal nicht nochmal anhören, denn ich habe die Kombination, das Passwort noch im Kopf. Hallo. Hallo. Passwort. Okay. Und jetzt machen wir Kaboom. Und ihr seht diese kleine Fledermaus dort an dem Abhang. Diese sorgt dafür, dass wir dort nicht alleine rüberkommen. Dass wir unser Elum wieder benötigen. Ja, und ich bin halt letztes Mal nicht drauf gekommen, dass ich das Vieh einfach hier oben stehen lassen kann. Hallo. Sollte. Hallo.
Und weil es immer gut ist, Explosionspower dabei zu haben. Holen wir die uns nochmal. Könnten sie ja noch vielleicht noch brauchen. Ich weiß nicht, also ich habe nur diese Stelle gespielt und gelöst. Also jetzt, was jetzt kommt, ist wieder unwissend. Lassen wir uns überraschen. Einmal absteigen. So. Hi, mit dir will ich jetzt aber nicht reden. Nein, nicht warten. Ja, jetzt komm. Folge mir. Genau. Dann werden wir diese Fledermaus überspringen. Zack. Holy crap. Ich lass dich mal hier stehen. Hallo. Und setz hier bleiben. Nüss. Bleib stehen. Komm, braves Elo. Hallo. Bleib hier. Und nun werde ich diese mal in die Luft jagen. What? Wo ist meine Explosionspower hin? Lauf. Elum. Lauf. Oh mein Gott. Ich glaube, ich weiß, was sie von uns wollen. Hallo. Und sehen, ob das klappt. Wir müssen dort im richtigen Moment ganz schnell durchlaufen. Nein, das hat nicht ganz geklappt. Wow, Schwein gehabt. Hier ist ein Checkpoint. Sind die Entwickler magnetisch mit uns? Here we go. Wow, wow, wow. What? Okay, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, Leute. Egal, nächster Versuch. Denn das Ding ist hier bei diesen Typen, die sind unterschiedlich voneinander. Habe ich bemerkt, dass sie einen unterschiedlichen Abstand haben. Und wenn wir beim Falschen losrennen, explodieren wir so oder so. Aber jetzt sieht's gut aus und hopp. Und wow, holy shit! Wow! Alter Vatern. Erstmal absteigen und durchatmen. Puh. Braves Elo. Aber jetzt geht's weiter. Wir haben es geschafft durch das krasse Minenfeld. Und es geht tiefer hinab. Wie es aussieht. Dup-di-du, dup-dup-du. Eine neue Message für uns. Die Suche nach den heiligen Ringen. Ja, das hatten wir schon mal, die Nachricht. Jetzt komm mit. Folge mir. Okay, geht's hier runter? Nein. Mir gefällt die Zeichnung da an der Wand irgendwie gar nicht. Ich erinnere mich an die Bienen in dem Tempel. Elums mögen Honig, aber keine Bienen. Ah. Hallo. Folge mir. Der gehorcht uns jetzt nicht mehr, weil er irgendwie von dem Honig abgelenkt ist. Und wir sollen Bienen zu ihm führen. Damit er wieder quasi von dem Honig wegkommt. Okay. Gehen wir erstmal runter. Ich will diese Steine da haben. Steine, kommt zu mir. Ich glaube, das wird erstmal nix. Abschnitt. Upp. Sieht aus, als ob wir den mal einfach übernehmen können. What?
Anscheinend können die jetzt auch quasi quer über den Bildschirm schießen. Das konnten sie nicht schon immer. Ist mir jedenfalls bisher noch nie passiert. Dann probiere ich eben mal von hier zu übernehmen. Nein, es klappt nicht, weil er immer rausrennt.